glauben, wir starten gleich. Sagt mal, habt ihr schon mal was von Lilus zauberhaftem Lächeln gehört? Ich zeige es euch. Wir spielen ein Spiel. Ich gebe dir einen Namen, einen Beruf und ein paar Eigenschaften und du sagst mir, wer du bist, wie du bist und was du kannst. Ich denke, Søren Nielsen würde dir ganz gut gefallen. Ein liebenswürdiger Seefahrer von der Südwestküste Norwegens. Durch seine schusselige Art passiert es ihm hin und wieder, dass er deinen Kompass verkehrt rumhält und natürlich, und das natürlich dazu führt, dass Søren des Öfteren vom geplanten Weg abkommt. Glücklicherweise ist der Seefahrer sehr neugierig und macht aus jedem unerwarteten Irrweg eine spannende Entdeckungsreise. Von solch spannenden Entdeckungsreisen träumt auch Lilu Lee. Sie würde sich jedoch niemals wagen, in ein Boot zu steigen, da das Blumenmädchen aus dem Süden von Frankreich nicht schwimmen kann. Das charmante Mädchen mit dem bezaubernden Lächeln erlebt die großen Abenteuer ihrer Seiten zwischen den Seiten ihrer unzähligen Bücher voller Romantik, Dramatik und Illusion. Der Großteil ihrer Lieblingswerke entstammt aus der regen Fantasie ihrer Cousine Clara. Clara Berg, die Schriftstellerin, ist gerade deshalb so erfolgreich, weil sie in der Lage ist, auch ernste und gesellschaftskritische Themen recht unkonventionell, fantasievoll und mit einem ordentlichen Schuss Sarkasmus und Ironie darzustellen. Ich denke, Clara wäre was für dich. Die zurückhaltende Polin mit deutschen Wurzeln arbeitet derzeit an einem Werk über einen Botschafter mysteriöser und unbekannter Herkunft aus dem 18. Jahrhundert. Maximus Arthur, ein stolzer und fortschrittlicher Mann. Auf seine Mitmenschen wirkt er sehr seriös und aufgrund seiner Verschlossenheit oftmals geheimnisvoll, wenn nicht gar ein wenig arrogant. Insgeheim jedoch träumt Maximus von der Luftschifffahrt und würde seine Verpflichtungen oftmals gerne hinter sich lassen. Als großer Bewunderer der Wissenschaft und Entwicklung ist er ein großer Freund und Bewunderer von Søren, von Isidor Abrahamovic. Isidor, der trotz gesellschaftlichem Widerstand der erste jüdische Airship-Captain, Luftschiffkapitän seiner Zeit war. Wärt ihr nicht auch gerne für ein paar Stunden so selbstsicher und weltoffen wie Isidor? Nun aber wieder zurück zu Clara und ihrem Buch. Das soll nächstes Jahr um diese Zeit bereits in 3 Sprachen übersetzt werden. Für die zeitgerechte Übersetzung und den sprachlichen Feinschliff ist Hans-Walter Hirsch verantwortlich. Im Berufsleben ist er bekannt für seine Professionalität, seine Geradlinigkeit und unkomplizierte Art. Im Privatleben jedoch zeigt er ein völlig anderes Bild von sich. Er ist wagemutig, euphorisch und farbenfroh, ein Freund zum Pferdestehlen. Was er übrigens tatsächlich auch einmal gemacht hat. Und das keiner geringeren als der international bekannten Dr. Franka Schönthaler. Die hatte damals das Pech, neben dem ziemlich frechen Bengel aufzuwachsen. Franka als älteste von 8 Geschwistern lernte Franka schon sehr früh für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen und hart zu arbeiten. Diese Eigenschaften brachten sie ganz nach oben und ermöglichen ihr heute ein Leben in Saus und Braus. Und dazu gehört auch hin und wieder ein Konzert der aufstrebenden Jazzkünstlerin Petra Petrowska. Petra Petrowska
wie soll ich sagen, eine etwas ältere, reifere Dame. Sie nimmt die Unebenheiten und Stolpersteine des Lebens mittlerweile ziemlich gelassen und strahlt eine wohltuende Ruhe aus. Nun, wie ihr seht, diese Kärtchen sind, was ihr aus ihnen macht. Ich denke, jeder von uns ist auch einmal in einer Situation, wo ein paar nützliche Eigenschaften ganz gut zu gebrauchen sind. Vielleicht würde dir da hinten, die Gelassenheit von Petra Petrowska manchmal helfen. Dir könnte der Mut von Isidor helfen. Der Wagemut von Hans-Walter Hirsch. Die Ironie von Clara Berg. Die Naivität von Lilou. So hat mir heute der Mut von Isidor geholfen, um auf der Bühne zu stehen und euch meine Arbeit zu präsentieren. Somit vielen Dank fürs Zuhören und Mitspielen und einen schönen Abend.